Die Corona-Krise hat eine alte philosophische Debatte wieder aufleben lassen. Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens vor dem Hintergrund der eigenen Sterblichkeit. Ich meine, dass sich diese spirituellen Fragestellungen mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beantworten lassen und sogar überzeugendere Antworten liefern können als unsere Religion. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere die Astro- und Quantenphysik eine Wirklichkeit beschreiben, die mit vielen spirituellen Erfahrungen vergleichbar sind und diese subjektiven Erlebnisse neu bewerten. Kapitel 1: Der kosmische Schöpfungsprozess. Die Astrophysik hat eine neue Schöpfungsgeschichte vorgelegt und damit die Beschreibung aus der Bibel ersetzt. Nach der Genesis des Alten Testaments hat Gott am Anfang Himmel und Erde, wie es da heißt, erschaffen und brauchte dazu nur einen Tag. Heute wissen wir, dass die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren entstand. Wir wissen auch, dass wir nur ein winziger Teil der Galaxie Milchstraße sind und es noch etwa unvorstellbar viele 100 Milliarden Galaxien im Universum gibt. Das Alter des Kosmos wurde auf 13,7 Milliarden Jahre berechnet. In einer unvorstellbar kurzen Zeit soll damals gleichzeitig der Raum, die Zeit, die Materie und die Naturgesetze entstanden sein. Das könnte man auch als Schöpfungsprozess bezeichnen. Ich finde, klingt eigentlich besser als Urknall. Danach lief es dann eher zufällig weiter. Der Zufall spielte auch bei der Menschwerdung, wie wir heute wissen, eine entscheidende Rolle. Der Homo sapiens scheint das Ergebnis einer zufälligen Punktmutation vor etwa 1 Million Jahre gewesen zu sein. Und da ist dann das Größenwachstum des Gehirns entstanden. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Genforschung. Kapitel 2: Das mysteriöse Quantenvakuum. Die Welt, in der wir alle leben, ist ein großartiges und auch geheimnisvolles Konstrukt. Unsere vierdimensionale Raumzeit ist plötzlich aus dem Nichts entstanden. Natürlich ist dann die Frage, was das Nichts eigentlich ist, aus dem die neue Wirklichkeit entstanden ist, naheliegend. Das Erstaunliche ist, wie ich finde, dass dieses Nichts nach dem Urknall nicht verschwunden ist, sondern noch heute beobachtet werden kann. Die Physik hat dieses Phänomen etwas umständlich Vakuumenergie, Nullpunktsenergie oder auch Quantenvakuum genannt. Dort soll es noch keine Materieteilchen und auch keine Zeit geben. Schwer vorstellbar. Dieses Gebilde lässt sich deshalb auch nur als ein Wellenphänomen beschreiben, wo es um Wahrscheinlichkeiten geht, und man hat das dann Quantenfluktuation genannt. Diese nicht materielle Welt besitzt eine verborgene Struktur, die erst bei Störungen von außen offenbar wird. So können wir aus dem Nichts beispielsweise in Beschleunigeranlagen Elektronen-Positronen-Paare erzeugen, die sofort wieder verschmelzen würden, wenn man sie nicht mit starken Magnetfeldern trennt. Dieser Bereich unserer Wirklichkeit scheint unendlich viel potenzielle Energie zu besitzen. Materie und Antimaterie bilden dort noch eine Einheit. Diese Einheit der widersprüchlichen Kräfte ist auch Thema alter philosophischer Texte. So hat beispielsweise Lao Tse etwa 400 vor Christus die Welt dialektisch interpretiert. Im Tao Te Ching wird die Einheit des Jenseitigen und des Diesseitigen und damit die Einheit der Kräfte und der Räumlichkeit als das große Geheimnis beschrieben. Im Tao sind die gegenseitigen Kräfte von Yin und Yang noch eine Einheit. So ähnlich wie Materie und Antimaterie. Seit Albert Einstein wissen wir, dass Materie eigentlich kondensierte Energie ist. Und wir in einer vierdimensionellen Raumzeit leben, wo sich Zeit und Gravitation gegenseitig beeinflussen. Kann man sich aber schlecht vorstellen. Jeder kennt aber die Formel E gleich M mal C Quadrat. Doch selten macht man sich Gedanken darüber, warum hier Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat genommen wird. Wie soll man sich eine Lichtfläche vorstellen? Und warum reden wir dann nicht von einer fünfdimensionalen Raumzeit? Auch wie kann man sich Gravitation als Folge einer Raumzeitkrümmung vorstellen?
alles nicht so einfach, da hört eigentlich unsere Vorstellungskraft auf. Da revoltiert auch der Verstand. Die Relativitätstheorie widerspricht zwar unserem Wirklichkeitsgefühl, aber sie wurde in allen Punkten bewiesen. Sogar die schwarzen Löcher und die Gravitationswellen wurden bestätigt. Am interessantesten finde ich allerdings die Aussagen über die Relativität der Zeit. Wenn wir uns nämlich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten, dann würde für uns keine Zeit mehr vergehen. Ich komme auf dieses Phänomen noch zurück. Halten wir also fest, Materie ist nur eine Energieform und kann paarweise aus dem Nichts erschaffen werden. Masse und Geschwindigkeit beeinflussen auch noch den relativen Zeitfluss. Das ist schon schwer zu verdauen. Kapitel 3: Licht und das Dimensionsproblem. Möglich ist allerdings auch die Erschaffung von Materie und Antimaterie direkt aus realen Photonen, also nur aus Licht. Ist ja eigentlich unglaublich. Das ist schon 1997 einem Team am Teilchenforschungszentrum in Palo Alto bei San Francisco gelungen. Dies bedeutet, dass das Licht und das Vakuumfeld vergleichbare Eigenschaften besitzen. Es könnte auch bedeuten, dass das sogenannte Vakuumfeld als ein Medium aus materiellosen elektromagnetischen Wellen wie das Licht beschrieben werden könnte. Ja, das ist schon ein seltsamer Bereich, der mit dem gesamten Universum in Verbindung steht und aus dem unsere materielle Welt auch dann entstanden ist. Bis heute kann das Wesen von Licht physikalisch nur widersprüchlich beschrieben werden. Noch immer rätselt man in der Physik darüber, ob es sich um ein Teilchen- oder Wellenphänomen handelt. Dabei möchte ich an das berühmte Doppelspaltexperiment erinnern. Die dabei erzeugten Interferenzmuster belegen auf der einen Seite den Wellencharakter des Lichts, aber je nach Messaufbau können auch Teilchen gemessen werden. Das ist ein Paradoxon. Schon hier können wir ahnen, dass wir ein Dimensionsproblem vor uns haben. Wir können Licht als eindimensionale Punkte oder dreidimensionale Wellen interpretieren. Im sogenannten Vakuumfeld haben wir es auf jeden Fall mit den Quantenfluktuationen und damit mit Wellenphänomenen zu tun. Dort können dann auch Ort und Zeitpunkt nicht gleichzeitig bestimmt werden. Man bekommt nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Aber grundsätzlich ist dort alles möglich. Wir haben diese Welt zwar noch nicht verstanden, aber wir nutzen in einer Vielzahl von Techniken bereits mit großem ökonomischen Erfolg diese Quantenphänomene. Und das wird auch noch zunehmen. Kapitel 4: Zeitlosigkeit. Albert Einstein hat sich bis zu seinem Tode insbesondere über die Möglichkeit der Verschränkung von Teilchen Gedanken gemacht und sie als spukhafte Fernwirkung beschrieben. Das passte eigentlich nicht so in sein Konzept. Der mochte auch keine Zufälle. Verschränkte Teilchen können über große Entfernungen hinweg miteinander Informationen austauschen und sich, und das ist entscheidend, in Echtzeit dann auch gegenseitig verhalten. Also da ist der eine Spin, der dreht sich dann in die andere Richtung. Die beiden Teilchen, zum Beispiel Photonen oder Elektronen, verhalten sich wie eins, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind. Die Teilchen scheinen ohne Raum- und Zeitbezug verbunden zu sein. Das widerspricht allem, was wir bisher kennen, und es widerspricht insbesondere dem physikalischen Grundprinzip der Lokalität. Bis heute haben wir uns diese Tatsache eigentlich nicht erklären können. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass wir die Mehrdimensionalität der Welt nicht akzeptieren, obwohl der Urknall, die schwarzen Löcher und auch die quantenmechanische Verschränkung Phänomene sein könnten, die sich mit beispielsweise 6 Dimensionen besser beschreiben ließen. Allerdings bräuchte man dafür andere und kompliziertere mathematische Modelle oder vielleicht auch den Mut, vorhandene Theorien wie zum Beispiel die des Physikers Burkhard Heim
vorurteilsfrei zu prüfen. Ich will noch auf eine andere Besonderheit hinweisen, und das betrifft das Wesen der Zeit. Die Wahrnehmung und Verarbeitung von Zeit spielt, das ist klar, in unserem Leben die entscheidende Rolle. Bei physikalischen Prozessen ist es aber egal, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen würde. Nur bei wenigen radioaktiven Zerfallsprozessen scheint es anders zu sein. Wodurch und warum Zeit entsteht, ist immer noch das ganz große Rätsel der Physik. Und ich glaube, dass für viele Phänomene, die wir bis heute nicht verstehen, die Zeit der Schlüssel wäre. Im Zusammenhang mit der Beschreibung dieses seltsamen Vakuumfeldes ist aber auch noch eine andere Überlegung interessant. Wenn Antimaterie das gleiche ist wie Materie und, wie der Physiker Richard Feynman vermutet hat, sich davon nur unterscheidet, weil diese Materie sich rückwärts in der Zeit bewegt, dann bedeutet eine Verschmelzung dieser beiden Materie- und Antimaterie-Teilchen eine Neutralisierung der Zeit. Damit wäre die Polarisierung durch das Quantenvakuum ein Vorgang, der die Zeit dann letztendlich erschafft. Kapitel 5. Das Higgs-Feld. Das seltsame Vakuumfeld ist also nicht nur ein materielloser Bereich unserer Welt mit einem unendlichen Potenzial an Energie, sondern auch der Ort, an dem durch Polarisierung Zeit entstehen kann. Schwer zu verstehen. Damit nicht genug. Nachdem es gelungen ist, das virtuelle Higgs-Teilchen zu entdecken, gibt es noch eine weitere aktive Verbindung zwischen diesem Vakuumfeld und uns. Das Higgs-Teilchen soll nämlich allen Teilchen in unserer Raumzeitwelt die Eigenschaft Masse verleihen. Also da, wo es dann nicht um Bindungsenergie, sondern wirklich um Masse geht. Dabei erscheinen diese Botenteilchen wie die Überträger von Informationen, die letztendlich das gesamte Verhalten der subatomaren Welt steuern. Statt dem Vakuumfeld ist deshalb heute eher vom Higgs-Feld die Rede, wobei dieses Feld eben nur die Eigenschaft Masse vermittelt. Von der Eigenschaft Zeit und den Naturgesetzen ist noch nicht die Rede. Harald Lesch hat dazu gesagt, dass Higgs ist möglicherweise einer dieser Fährmänner, die uns in ein Land bringen, von dem wir überhaupt noch keine Ahnung haben. Wie kann es sein, dass in Raum zwischen den Materieteilchen überall ein nicht polarisiertes Quantenfeld existiert, das permanent mit unserer Raumzeitwelt Energie und Informationen austauscht? Hat das möglicherweise auch mit uns zu tun? Oder ist das einfach nur ein physikalisches Phänomen, das sich technisch nutzen lässt? Kapitel 6. Kann der Mensch das Vakuumfeld wahrnehmen? Das Quantenvakuum durchströmt das ganze Universum und natürlich auch uns. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch wir aus Teilchen zusammengesetzt sind, die mit diesem Feld in Verbindung stehen und möglicherweise auch mit Teilchen außerhalb unseres Körpers verschränkt sind. Von außen wäre die Verschränkung allerdings nicht messbar, da jeder Eingriff zu einem Verlust dieser Eigenschaft führen würde. Dies ist auch der Grund, warum man die Verschränkung zur Informationsübertragung nutzen möchte, da diese dann zu 100% sicher wäre. Das interessiert natürlich zuallererst die Geheimdienste, die Militärs und die organisierte Kriminalität. Mich interessieren hier jetzt nicht die vielen technischen Nutzungsmöglichkeiten. Die sind schon spannend genug, die mit verschränkten Photonen oder Elektronen also auch möglich werden könnten. Wie Quantencomputer zum Beispiel. Mich interessiert, was das für uns und unsere menschliche Entwicklung bedeuten kann. Die Kenntnis über die Eigenschaften des Quantumvakuums und des Higgsfeldes konnten wir natürlich nur erhalten, weil wir mit einem gigantischen Aufwand, also auch finanziellen Aufwand, Beschleunigeranlagen gebaut haben, die die dafür erforderlichen riesigen Energien erzeugen können. Die Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen möchte, lautet: Kann es sein, dass wir mit besonderen geistigen Prozessen ebenfalls Kenntnis über dieses Medium erhalten können und auch schon erhalten haben? Welche Erkenntnisse könnten das sein und wie hat uns dieses Wissen möglicherweise in unserer Entwicklung beeinflusst?
gibt es geistige Zustände des Menschen, in denen das Zeitgefühl fehlt und unser Raumzeitverstand faktisch ausgeschaltet ist. Falls es diese Möglichkeit gibt, wäre es sehr schwer, dies in Worte zu fassen. Für das Erleben einer raum- und zeitlosen Welt fehlen uns eigentlich entsprechende Begriffe. Es gibt allerdings seit langer Zeit Kulturtechniken und auch philosophische Modelle, die genau dies versuchen. Schon vor mehreren tausend Jahren haben Menschen Meditationstechniken entwickelt, um die Einheit von Mensch, Gott und der Natur zu erleben. Beispielsweise im Buddhismus, da soll der Geist durch langes Üben in einen Zustand versetzt werden können, der dann als Erleuchtung beschrieben wird. Dahinter steht die Erkenntnis des Ganzen als bildlose, wie sie dort schreiben, richtungslose und unterscheidungslose Information in einem gefühlten Zustand der Zeitlosigkeit. Der Bereich wird im Buddhismus auch Nirvana genannt. Es gibt einige uralte Schriften, die davon ausgehen, dass die Wirklichkeit etwas Ewiges ist. So kann man in der Bhagavad Gita, die in Indien vor etwa 2500 Jahren entstand, Folgendes aus dem Munde Krishnas lesen, Zitat: Wirklich bedeutet im spirituellen Sprachgebrauch das, was ewig ist, unveränderlich, unzerstörbar. Lerne diese Wirklichkeit kennen. Sie durchdringt den gesamten Kosmos. Zitat Ende. In der jüdischen Geheimlehre, Kabbala, werden die Grenzen der Vernunfterkenntnis beschrieben. Zitat: Weiter hinaus bedarf es einer ganz anderen Erkenntnisart, der reinen Anschauung oder Intuition. Zitat Ende. Auch die Upanishaden, eine philosophische Textsammlung, die über 2000 Jahre alt sein soll, beschreiben die Möglichkeit der geistigen Erkenntnis der Wirklichkeit. Zitat: Der Raum ist weg und die Zeit so abgeschwächt, dass sie kaum real zu sein scheint. Zitat Ende. Kapitel 7: Spiritualität und Erfahrung der Wirklichkeit. Allen Religionen liegen ursprünglich Erlebnisse Einzelner zugrunde, die subjektiv eine transzendente Wirklichkeit erfahren haben, die der materiellen Welt irgendwie zugrunde liegen soll. Heute wird dies oft als spirituelles Wissen bezeichnet. Dieses Wissen beruht auf einer subjektiven Erfahrung, die durch Techniken wie Meditation, besondere Rituale oder auch durch psychedelische Drogen erreicht werden konnte. Es gibt aber auch Grenzsituationen wie die Nahtoderlebnisse, die ähnliche Erfahrungen auslösen können. Spirituelles Wissen erwirbt man natürlich auch als Folge eines Glaubensbekenntnisses und der dahinterstehenden philosophischen bzw. religiösen Weltsicht. Da stehen dann aber selten eigene Erfahrungen dahinter. Dann wird halt geglaubt und nicht hinterfragt, was die spirituellen Profis als Erkenntnis vermitteln. Dabei geht es leider auch darum, welche Glaubenssätze die Machtstrukturen besonders stabilisieren. Viele Religionen teilen die Welt in ein Diesseits und ein Jenseits ein. Der Begriff Jenseits verweist auf eine Welt, die nicht zu unserer diesseitigen Welt zählt und in der auch andere Gesetze gelten. Religiöse Jenseitsvorstellungen haben sich auf die jeweiligen Bestattungskulturen ausgewirkt und sind praktisch so alt wie der Homo sapiens und sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Religionen wie Hinduismus und Buddhismus, die eine Art Wiedergeburt erwarten und das Jenseits dann als Vorbereitungsraum für eine Reinkarnation ansehen. Das kann auch mal als Strafe gedeutet werden, wie in der jüdischen Kabbala. Das Christentum sieht das Jenseits als zeitlosen Aufenthaltsraum für die auferstandenen Seelen, die geprüft werden und sich dann auch mal in der Hölle einfinden könnten. Auch im Islam erwartet man nach einer Bewertung ein zeitloses Paradies oder landet auch in einer Art Hölle. Die Jenseitsvorstellungen sind meistens nicht mit Erfahrung oder Wissen verknüpft, sondern dienen, den Eindruck muss man bekommen, hauptsächlich der Stabilisierung der jeweiligen Kirchengemeinschaft. Die Vorstellung von einer Hölle hat sich als effizientes Disziplinierungsinstrument der Gläubigen erwiesen.
Eine wissenschaftliche Erforschung dieser Konzepte gibt es natürlich nicht. Kapitel 8: Quantenvakuum und Nahtoderlebnisse. Nahtoderfahrungen werden seit etwa 50 Jahren in den USA und Großbritannien intensiv erforscht und dokumentiert. Durch die medizinischen Erfolge, also die Wiederbelebungstechnik könnte man das nennen, sollen bereits etwa 4% der Bevölkerung entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Die sind dann ausgewertet worden. Also Tausende von Erlebnisberichten wurden mittlerweile auch wissenschaftlich ausgewertet und haben viele Forscher und Forscherinnen daran gearbeitet. Besonders überzeugend sind dabei Fälle von Menschen, die als Gehirntote eingestuft worden sind. Den Begriff Nahtoderfahrung hatte im Übrigen der Arzt und Psychiater Dr. Raymond Moody in seiner Dokumentation Leben nach dem Tod geprägt. Dort hatte er seine Erfahrungen mit 150 Menschen zusammengefasst, die klinisch tot waren und wiederbelebt werden konnten. Moody hatte bereits 1975 die besonderen Merkmale dieses Phänomens beschrieben. Außerkörperliche Wahrnehmung, konkrete Beschreibung einer Operation, Bewegung durch einen Lichttunnel, Begrüßung durch bekannte Verstorbene, Begegnung auch mit Lichtwesen, Lebensrückschau und auch ein Gefühl der Zeitlosigkeit. Heute können wir auf eine umfangreiche Forschung zu diesem Phänomen blicken. Über die Hälfte der medizinischen Fakultäten in den USA bieten mittlerweile sogar Lehrveranstaltungen über die spirituellen Aspekte des Sterbens an. In Deutschland sind wir davon noch sehr weit entfernt. Eine Behandlung dieses Themas würde dieses Video sprengen. Ich möchte an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass der größte Teil der Berichte mit der physikalischen Beschreibung des Quantenvakuums übereinstimmt. Dabei müssen wir dann allerdings akzeptieren, dass sich unser Geist vom Körper trennen kann und dann auch eine andere Art Wahrnehmungsqualität erlebt. Das betrifft zuallererst das Gefühl der Zeitlosigkeit und eine Rundumwahrnehmung wie aus einer höheren Dimension. Erwähnen möchte ich noch die detaillierte Rückschau und Bewertung über das eigene Leben und die Begegnung mit Verstorbenen. Hier möchte ich aber auf einen besonderen Aspekt der Relativitätstheorie im Zusammenhang mit der Lichttunnelerfahrung eingehen. Diese häufig genannte Erfahrung lässt sich nämlich gut erklären. Wenn es so wäre, dass unsere Persönlichkeit, das wollen wir mal unterstellen, als nicht-materielles Wellenphänomen, wie zum Beispiel Solitonen oder als Lichtkörper beschrieben werden könnte, dann würde eine Trennung vom Körper dazu führen, dass sich dieses System automatisch auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen müsste. Nämlich wie Photonen im Vakuum. Aber mit der Fähigkeit der bewussten Wahrnehmung. Da es sich hier um eine Geschwindigkeit um die 1 Milliarde Kilometer pro Stunde handelt, können wir uns das eigentlich nicht vorstellen. Ein Space Shuttle erreicht gerade einmal 28.000 Kilometer pro Stunde. Die Vision eines Lichttunnels, und das ist oft erzählt worden, die entsteht dann durch die relativistische Verzerrung des Raumes und die Verkürzung der Länge eines Körpers ab 95% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist Relativitätstheorie. Der Physiker Professor Dr. Nims von der Universität Heidelberg, der hat dies nach den Vorgaben der Relativitätstheorie berechnet und auch visualisiert. Es kann eigentlich kein Zufall sein, dass er damit die Lichttunnelerfahrung und den damit auftretenden Überstrahlungseffekt bestätigt. Die Relativitätstheorie sagt auch voraus, dass für ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, keine Zeit vergeht. Auch dies haben viele Nahtoderfahrungen ergeben. Da wird dann häufig auch noch ein anderes Phänomen aus der Astrophysik beschrieben. Wir sehen nämlich nur deshalb Sterne vor einem schwarzen Himmel, weil das gesamte Licht des Universums noch nicht bei uns angekommen ist. Im Zustand der Zeitlosigkeit gäbe es dann keine Nacht mehr und keinen Schatten. Wir werden von allen Seiten eingebettet in ein Lichtmeer. Und das wird auch oft beschrieben.
Die vielen Nahtoderfahrungen zeigen möglicherweise, dass es eine mehrdimensionale Welt gibt, die die gleichen Merkmale aufweist wie das sogenannte Quantenvakuum. Es könnte also sein, dass die Quantenphysik eine uralte spirituelle Erfahrung von Menschen mit ihren modernen Werkzeugen wiederentdeckt hat. Das müsste eigentlich unser tradiertes Weltbild und auch unsere Vorstellung vom Sterben völlig über den Haufen werfen. Vielen Dank.